Guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum mit dem Thema Lockdown statt Osterfest. Zu spät, zu kurz, zu unentschlossen? Gipfel, wohin man blickt. EU, Bund, Länder und schließlich der Ostgipfel. Das Virus bleibt dynamisch, die Entscheidungen sind es weniger. Wien, Niederösterreich und Burgenland ziehen von 1. bis 6. April die Notbremse. Zu groß wurde der Druck der Medizin und Medizinerinnen. Aber wie müsste es laufen? Die Politik am Steuer entscheidet und lenkt die Expertinnen sitzen im Fond des Wagens und geben die Richtung vor. Das wäre der Idealzustand in einer Pandemie. Wäre. Mein Kollege Edgar Weinzettel sagt in Ö1, derzeit scheint es, als würden die Politiker sich nach hinten setzen. Das Steuer einsam, die Richtung unklar. Die Landeshauptleute meinen, die dramatische Lage sei ihnen von den Experten und Expertinnen erst am Dienstag klar kommuniziert worden. Das hätten wir gerne gemeinsam diskutiert. Doch weder der Gesundheitsminister noch einer der drei Landeshauptleute, Michael Leitner, Ludwig und Doskozil, wollten mit der Wissenschaft öffentlich debattieren. Ich freue mich sehr auf meine Gäste. Dorothee von Lahr, die Virologin, Medizinische Universität Innsbruck, sagt, der Sommer wird ruhiger, aber wir müssen uns gegen eine Herbstwelle wappnen. Arshang Walipur, der Leiter Innere Medizin und Pneumologie, Klinik Floridsdorf und Intensivmedizin, ermahnt, Covid kann jeden von uns treffen, also müssen auch alle mithelfen, die Infektionszahlen zu verringern. Andernfalls werden wir ein ernsthaftes Problem bei der medizinischen Versorgung bekommen. Niki Popper, der Simulationsforscher TU Wien, sagt, testen und isolieren ist die effektivste Maßnahme zur Epidemieeindämmung. Peter Filzmeier, der Politologe, analysiert, die politische Kommunikation, was, wann, wo, wie schlimm ist, ist viel zu widersprüchlich. Und Barbara Juhen, die klinische und Gesundheitspsychologin Universität Innsbruck sowie die Leiterin psychosoziale Dienste im österreichischen Roten Kreuz, meint, die Menschen fühlen sich zunehmend machtlos. Impfung und Tests geben Kontrolle zurück. Auf ORF On können Sie unter debatte.orf.at/imzentrum debattieren. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Ein Kollege von Ihnen und viele andere, vor allem in Wien, sagen, die Lage ist an der Grenze zu dramatisch. Wie ist denn die Lage bei Ihnen? Also die Lage ist sicherlich angespannt und im Vergleich zur zweiten Welle im Herbst noch einmal angespannter, beziehungsweise die Auslastung ist noch einmal deutlich höher. Wir sehen bei einer Gesamtinfektionszahl, die ja deutlich niedriger ist als im Vergleich zur zweiten Welle, dennoch eine höhere Anzahl von Patientinnen und Patienten, die auf den Intensivstationen versorgt werden müssen. Das gilt auch für unser Haus in der Klinik Floridsdorf. Wir haben viele junge Patientinnen und Patienten mit weiterhin sehr dramatischen Verläufen zum Teil. Und die Suche bzw. die Vorhalteleistung für Intensivbettenkapazitäten gestaltet sich natürlich von Woche zu Woche immer schwieriger. Wie alt ist der jüngste Patient oder die jüngste Patientin? Also unsere jüngste Patientin derzeit, die an einer der Covid-Intensiveinheiten bei uns liegt, ist tatsächlich 18. Frau Dorothee von Lahr, es ist ja so, dass der Hauptgrund, warum es so viele in den Intensivstationen eben liegen, ist eben die britische Mutation. Offenbar wissen noch zu wenige, was bedeutet das? Warum ist das so, dass die Inzidenzzahlen eigentlich relativ weit unten sind? Nicht weit unten, aber halt, dass das nicht zusammenpasst mit dem, wie viele Menschen auf den Intensivstationen liegen. Ja, diese britische Variante ist nicht nur ansteckender, sondern sie ist auch aggressiver. Das heißt, sie macht schwerere Verläufe und das auch bei Jüngeren. Also nicht nur die sehr viel älteren Personen oder die Starkrisikopatienten, sondern auch jüngere Personen, die relativ gesund sind, können schwer erkranken und wie wir gehört haben, sogar auf der Intensivstation landen. Und das ist natürlich das Problem, dass wir jetzt ein anderes Verhältnis haben zwischen belegten Betten im Krankenhaus und vor allem auf die Intensivstation und der Inzidenz der Fälle. Und von 100 Patienten, die Covid bekommen, sagt man bei der normalen Covid-Erkrankung, waren das, glaube ich, 0,6 und jetzt sind es doppelt so viele. Also das ist schon sehr viel mehr, also wirklich doppelt so viele, die da hinkommen. Jetzt ist erst am Abend die Meldung gekommen, dass in Tirol wieder Ausreisepflicht geben wird ab Mittwoch, also in Nordtirol, außerhalb von Osttirol. Warum eigentlich? Ja, wir haben ja jetzt, ich habe eben gelesen, es sind jetzt 216 Fälle,
der britischen Variante mit einer zusätzlichen Mutation. Bisher war ja nur das Problem der britischen Variante, dass sie halt sehr viel ansteckender war. Inzwischen wissen wir, dass sie auch kränker macht. Aber jetzt hat sie eine zusätzliche Mutation, die sie resistent macht gegen unsere Immunantworten, gegen das herkömmliche Virus oder auch die Immunantworten auf die Impfung. Das heißt, die Impfung schützt schlechter gegen diese Mutante und auch, man ist auch nicht mehr so gut geschützt, wenn man die normale britische Variante hatte vorher oder eben das herkömmliche Virus vorher hatte. Das nennen wir Immune Escape Variante, also was unglücklich übersetzt mit immunologischer Fluchtmutante. Das heißt, also dieses Virus wird von unseren Antikörpern, die wir nach Impfung bilden, nicht mehr so gut erkannt. Das heißt, hat ja dieses Kürzel E484K, wo kommt das her? Ja, das ist in dieser Buchstabenreihenfolge des Höhe-Proteins, was das Virus außenrum hat, um in die Zelle reinzukommen und da anzudocken, in die Zelle reinzukommen. Da ist es an der 484. Position halt ein Austausch des Buchstabens so zu gekommen, also für die Innenseite einer Aminosäure gekommen. Und dadurch bindet das Virus noch fester an die Zelle und die Antikörper können nicht mehr so gut an diese Virushülle binden und verhindern, dass das Virus an die Zelle gehen kann und dort reingehen kann. Frau Juhn in Innsbruck, in der Früh hatten Sie ja eine gute Nachricht, eben, dass eben diese Ausreisetests nicht mehr notwendig waren, beziehungsweise eben die Einreise nach Deutschland. Jetzt soll es wieder Ausreisetests geben. Wie würden Sie denn diese Diskrepanz erklären, die es gibt von Intensivmedizinerinnen und Medizinern, die eben sagen, bei uns sind immer mehr Betten voll, es ist an der Grenze zur Dramatik, und den Menschen, die vom Donaukanal bis auch in Innsbruck eben viele Menschenansammlungen aufgelöst werden müssen oder sollen. Wie erklären Sie diese Diskrepanz? Ja, da gibt es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Eine Möglichkeit ist oder ein Faktum ist, dass wenn die Leute eine Bedrohung sehen und wenn vor allem in der Prävention primär mit Bedrohung argumentiert wird, dann tendieren die Leute dazu abzuschalten, um sich zu schützen. Das heißt, sie schauen einmal, dass sie die Bedrohung für sich selbst minimieren können. Jetzt wird auch immer die wirtschaftliche Bedrohung ausgespielt gegen die Gesundheitsbedrohung. Und wenn Leute machen auch Kosten-Nutzen-Rechnungen. Das heißt, wenn sie sagen, der wirtschaftliche Kosten ist zu hoch, dann beginnen sie zu sagen, dafür nehme ich ein gewisses Risiko in Kauf, individuell gesehen. Die Leute vergessen dabei aber, dass es um ein systemisches Risiko geht. Das heißt, in der Art der Kommunikation momentan ist es zwar total wesentlich, dass man diese Ernsthaftigkeit der Bedrohung deutlich macht, weil man muss es den Leuten erklären. Gleichzeitig muss man es aber mit positiven Botschaften kombinieren, und zwar nicht mit so leeren positiven Botschaften, sondern mit realistischen positiven Botschaften. Ich zitiere gleich die Pippi Langstrumpf zu dem Thema, das ist immer ein gutes Beispiel. Thomas und Annika sagen zu Pippi Langstrumpf, der Sturm wird stärker. Und Pippi sagt, wir auch. Und genau das haben wir momentan. Der Sturm wird stärker. Also das Virus stellt uns vor immer neue Herausforderungen. Aber gleichzeitig haben wir auch immer wieder neue Möglichkeiten, dagegen anzugehen. Die politische Kommunikation, Herr Vilsmeier, Sie haben eingangs im Thesensatz gemeint, dass die eben nicht stringent ist, was, wann, wo, wie passiert. Wenn wir uns das anhören, eben wie das gemacht werden müsste und vor allem mit weniger Angst, wie ist das aber möglich, wenn man sich die Realität einfach anschaut? Nur zwei Beispiele, ein kleineres und ein größeres für eine nicht konstante strategische Kommunikation der Politik. Das kleinere Beispiel, die Corona-App wurde zweimal von Seiten der Bundesregierung als ein wichtiger Baustein für eine Lösung dargestellt. Eine konstante Kommunikation, sie regelmäßig zu bewerben, hat aber kaum stattgefunden. Und das größere Beispiel haben wir seit Jahresbeginn erlebt mit den Inzidenzzahlen, also wie viele neue Ansteckungen pro Woche und 100.000 Einwohnern wollen wir. Da wurde uns während des Lockdowns kommuniziert 50. Das ist auch das Ziel, das die
Weltgesundheitsorganisation vorgegeben hat. Dann ist typisch österreichisch ein bisschen, was geht immer, eher schleichend 100 daraus als Zielvorgabe geworden. Bei Werten von 120, 130, 150, je nach Bundesland, hat man über Öffnungen gesprochen und diese angekündigt, in Aussicht gestellt, sogar für die Gastronomie, also ein sicher besonders sensibler Bereich. Bei 200 bis 250 begannen dann Diskussionen über eine mögliche wiederum Verschärfung der Maßnahmen. Herausgekommen ist zunächst nichts bei einem Gipfel, auch sehr zum Leidwesen der Expertinnen und Experten, wie mittlerweile dargestellt wurde. Und erst als wir jetzt an die 300 in manchen Bundesländern darüber hinaus sind, wurde dann ein partieller Lockdown beschlossen. Und da auf der anderen Seite steht eine wissenschaftliche Bewegung für Zero Covid, also keine Ansteckungen. Und dann soll man als Bürgerinnen und Bürger hier an eine geschlossene Strategie glauben, das fällt schwer. Warum nur warum? Ein Dilemma ist, dass politische Akteure sehr gut sind natürlich in der Kommunikation. Und ich bewundere und respektiere bei jedem politischen Akteur sehr den Handlungs- und Entscheidungsdruck. Aber man denkt in der Kommunikation immer kurzfristig. Hat man auch in Wahlkämpfen sehr gut gelernt und nicht, was sage ich, in 2, 3 Monaten. Und da wurden entlang einer Zeitachse immer wieder Hoffnungen und Erwartungen geweckt, die dann regelmäßig enttäuscht wurden. Und das führt natürlich zu einer fatalen Stimmungslage, wo es mir auch wichtig ist zu betonen, ich kann sehr kritisch gegenüber den politischen Entscheidungsträgern sein, aber ich sollte mich nicht wie ein 8-jähriges Kind verhalten und sagen, jetzt halte ich mich erst recht nicht an die Maßnahmen. Es geht beides und tut auch gar nicht weh. Ich kann mich trotzdem an die Maßnahmen halten. Zwei Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, ist, war die Situation absehbar und was ist zu tun in den nächsten Wochen vor allem? Die Corona-Kommission bewertet seit September das Infektionsgeschehen in Österreich. 20 Expertinnen und Experten, Vertreterinnen aus Bund und Ländern schauen auf die Auslastung der Intensivstationen, die Infektionszahlen und schalten dann die in Vergessenheit geratene Corona-Ampel seit November vorwiegend auf Rot. Aber die Kommission veröffentlicht jeden Freitag auch ihre Berichte, nur offenbar geraten auch die in Vergessenheit. Am 21. Jänner warnt der wöchentliche Bericht der Corona-Kommission bereits vor der dramatischen Ausbreitung der britischen Corona-Variante B117 in Österreich. Längerfristige Simulationen zeigen einen dramatischen exponentiellen Anstieg. So könnte die tägliche Fallzahl innerhalb von 50 Tagen wieder 3000 überschreiten. Dennoch. Anfang Februar wird gelockert. Wir haben uns daher einstimmig alle Bundesländer und die Bundesregierung darauf verständigt, einige vorsichtige Öffnungsschritte vorzunehmen. Der Handel öffnet, Schulen gehen in Schichtbetrieb und Friseurbesuche sind mit negativem Testergebnis wieder möglich. Die Corona-Kommission warnt, dass Lockerungsschritte zu einer Erhöhung der effektiven Reproduktionszahl beitragen können. Bei anhaltender Verbreitung der Variante B117 ist es sehr wahrscheinlich, dass sich diese im Zuge des Februars im gesamten Bundesgebiet als dominante Variante durchsetzt. Unsere Gegenmaßnahmen, die da sind, FFP2-Masken, der 2 Meter Mindestabstand und vor allem diese enorme Testintensität. Die Prognosen der Corona-Kommission stimmen. Bereits 3 Wochen nach ihrer Warnung heißt es, mit Ausnahme Vorarlberg sind Infektionen mit der neuen Virusvariante bereits dominant. Fast auf den Tag genau behält die Kommission mit ihrer Prognose der Fallzahlen recht. Von gestern auf heute sind wieder 3.357 neue positive Tests gemeldet worden. Fast auf den Tag genau behält die Kommission auch mit ihrer Prognose zur Dominanz der britischen Variante recht. Und trotzdem. Wien will seine Schanigärten öffnen, das Burgenland die Thermen und Niederösterreich will den Handel offen halten. Die Intensivstationen kommen an ihre Grenzen. Nach einem Verhandlungsmarathon sollen nun einige Tage Osterlockdown im Osten Entspannung bringen. Zu spät? Zu kurz? Zu unentschlossen? Ja, das kommt mir bekannt vor, hat jetzt auch Niki Popper gesagt, Frau von Laar, Niki Popper, Sie sind ja beide im Beraterstab eben der Bundesregierung drinnen. Jetzt haben die 3 Landeshauptleute vom Burgenland Wien und Niederösterreich gemeint am Mittwoch. Jetzt ist alles anders, weil die Experten alles auf den Tisch gelegt haben. Sie beide waren nicht am Dienstag dabei, aber am Montag. Herr Popper, haben Sie nicht gesagt mit Zahlen, dass es eng wird mit den Intensivbetten?
Wir haben natürlich die Sache so dargestellt, wie sie jetzt auch von der Ampelkommission eben auch beschrieben wurde. Dazu muss man sehen, es gibt sozusagen Beratungsgremien, die da eingeladen werden. Das ist eine ehrenvolle Einladung. Aber die sind sozusagen, werden immer anders zusammengestellt. Und es gibt klar strukturierte Prozesse, wie zum Beispiel das Prognosekonsortium, wo auch meine Gruppe ein Teil davon ist und wo wir einen Teil auch wiederum liefern für die Ampelkommission. Und da sind eben diese Prognosen auch herausgekommen. Und wir haben dann am Montag natürlich klar zusammengefasst, wie die Situation ist. Ob das klar genug ist und war, das liegt halt immer im Auge des Betrachters. Und man kann dann immer selbstkritisch sagen, man hätte es noch klarer sagen müssen. Wogegen ich mich nur verwehren möchte, ist, unser Job ist, Fakten auf den Tisch zu legen. Und ich sehe es nicht ein, dass wir sozusagen der Politik jetzt irgendwie sagen müssen, es ist alles ganz furchtbar. Sondern es geht um eine klare Darstellung von Fakten. Und es geht ja auch nach wie vor, auch wenn die Lage in den Intensivstationen jetzt drastisch auch sich verschlechtert hat, nach wie vor um ein Abwägen. Weil was wären wir für Modellierer, wenn wir sozusagen immer genau das sagen, was gerade sozusagen adäquat ist? Ich muss ja auch in den Modellrechnungen nach wie vor, und das war ja bei meiner Intro sozusagen gesagt, testen, isolieren, screenen, und das Isolieren ist das Effektivste im Zusammenspiel des minimalen Schadens für uns alle, psychologisch, wirtschaftlich, sozial, und vom Effekt gegen die Krankheit. Und was wir auch in den Modellen gesagt haben, nebst den absoluten Zahlen, ist, ja, wir können mit Screenen und Isolieren einen Beitrag leisten, der ist am effektivsten in dieser Abwägung, weil er am wenigsten kostet, sozusagen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das sozusagen nicht besser wird, ja, dann müssen wir irgendwas anders tun. Und ich glaube, dass sozusagen in dieser Frage auch in den letzten Wochen weniger bei den Entscheidern das Problem war, dass man sozusagen diesen Aspekt auf den Intensivstationen, also den Krankheitsaspekt, nicht gesehen hat, sondern dass es zunehmend schwieriger wird, wie gehe ich sozusagen als politischer Entscheider, als Entscheiderin mit diesem Wechselspiel um, weil ich muss da wem wehtun wieder, wenn man jetzt agieren muss. Das heißt, wir haben gesagt, wenn sich das mit dem Testen ausgeht, dann kann man schauen, wie lange. Und dann haben wir irgendwann gesagt, naja, jetzt wird es sozusagen ein Problem. Und dann ist die große Frage, und ich glaube, das ist auch ein bisschen immer das Thema, wer entscheidet dann sozusagen, welche Art die Maßnahmen sind? Da kommen wir vielleicht noch später dazu. Aber wir sind ja dafür zuständig zu sagen, okay, das geht sich jetzt mit dem Bündel aus oder man müsste etwas anderes tun. Und dann muss man darüber diskutieren, politisch, was sozusagen sollen wir tun. Zu kurz, zu spät, zu unentschlossen? Also aber zu kurz ist es im Moment eine natürlich häufig gestellte Frage. Da muss man ganz offen sagen, das ist im Moment irrsinnig schwierig abzuschätzen. Warum? Es gibt sozusagen positive Aspekte, das heißt, es wird sozusagen nach Ostern hoffentlich wärmer. Das hilft uns üblicherweise bei Coronaviren. Es ist die Dynamik nicht so extrem, wie sie zum Beispiel im Oktober war. Aber, und das ist das, was wir ja auf den Intensivstationen sehen, die Zahlen sind jetzt schon sehr hoch. Und es wurde auch von der Frau Professor von Laar schon angesprochen und von Ihnen, der Anteil der Hospitalisierungen ist höher. Und ich glaube, das, was entscheidend ist, wir müssen diese Dynamik brechen. Und das kann uns relativ schnell gelingen, wenn einige Parameter sozusagen mitspielen. Und es kann ein bisschen länger dauern. Ich muss sagen, eine Sorge, die wir ein bisschen mehr haben, sogar als die Frage jetzt im Osten, weil da wird ja jetzt was mal gemacht und jetzt muss man auch schauen. Also man kann auch nicht immer gleich sagen, jetzt haben wir was beschlossen und jetzt wissen wir aber eh schon, dass es nicht funktioniert. Eher haben wir eine Sorge dort, wo möglicherweise jetzt die Message ist, ja, bei uns passt es eh. Und da haben wir ja jetzt auch gesehen, da steigen teilweise die Zahlen auch. Also da ist ein bisschen mehr unsere Sorge sogar, ob man hier dann noch gegensteuern wird müssen. In den anderen Bundesländern. Frau von Laar, zu spät, zu kurz, zu unentschlossen, auch an Sie die Frage? Naja, also man hat ja von der Besprechung am Montag sind es dann ja 10 Tage, bevor diese Osterruhe kommt. Das sind 10 Tage, an denen die Inzidenz eigentlich weiter steigt wie bisher. Und der Bremsweg ist ja sehr lang. Das heißt, also nach dem Eintreten der Osterruhe, bis wirklich auf den Intensivstationen der Zuwachs aufhört,
wenn das dann wirkt, was wir alle hoffen, das sind dann ja auch noch mal 2-3 Tage. Jemand, der sich ansteckt, kommt ja nicht am nächsten Tag auf die Intensivstation. Er hat erst eine Inkubationszeit, dann geht er ins Krankenhaus vielleicht, wenn es ihm schlechter geht, und dann landet er auf Intensivstation. Das heißt, da ist also der Bremsweg eigentlich sehr lang. Deswegen hätte man sofort reagieren müssen, wo man gesehen hat, dass die Lage auf der Intensivstation eng wird. Und glauben Sie auch, wie Niki Popper, nehme ich an, dass die anderen Bundesländer hier nachziehen werden müssen? Ja, das wird nach und nach im regelmäßigen Rhythmus werden, die nachziehen müssen. Man kann natürlich hoffen, wie gesagt, dass das Wetter mitspielt, dass dadurch die Inzidenz fällt. Das war im letzten Jahr auch, allerdings von nicht ganz so hohem Niveau. Wir hatten ja einen sehr harten Lockdown im letzten Jahr in dieser Zeit. Und wie gesagt, bis Ende Mai sollen ja angeblich alle über 55-Jährigen geimpft sein. Das würde schon eine Entlastung der Intensivstation mit sich bringen, sodass man da vielleicht eine etwas höhere Inzidenz dann wieder tolerieren könnte. Und also ich denke schon, dass zumindest mit der Durchimpfung der Risikopatienten wir wieder ein bisschen, und dem guten Wetter im Sommer, dass wir dann ein bisschen ruhiger haben. Aber ich muss jetzt einfach mal sagen, wir fahren momentan immer auf Sicht. Und das ist sicherlich auch notwendig, weil wir sehr kurzfristig reagieren müssen. Aber es ist eben, glaube ich, auch wichtig, dass wir langfristige strategische Planung machen. Denn wir wollen nicht noch mal so einen November erleben wie im letzten Jahr. Und wenn jetzt zum Beispiel durch nicht gut geimpfte Personen die Immune-Escape-Varianten sich durchsetzen über den Sommer, weil da haben wir schon relativ viel Impfung, wir haben auch schon einen ganz relativ hohen Anteil an Patienten, die Erkrankung durchgemacht haben. Also in Schwarz sind wir gerade dabei, das zu bestimmen. Das ist ganz erstaunlich. Da sind wir schon bei 25%, die Infektion hatten, also auch vor der Impfung schon Antikörper hatten. Und wenn wir da sozusagen im Herbst Personen haben, die Infektion durchgemacht haben, die also gegen diese immunologischen Fluchtmutanten nicht resistent sind und die über den Sommer sich langsam durchsetzen, evolutionär durch Selektion, dann könnten wir im Herbst eine nette Welle haben. Wir müssen unbedingt zusehen, dass wir die Impfstrategien so machen, dass wir auch gegen die neueren Varianten im Herbst einen gewissen Schutz haben. Und das wissen wir, ist bei AstraZeneca wohl nicht gegeben so sehr. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns überlegen, was wir jetzt tun, ob wir die mit BioNTech vom Herbst auffrischen und so weiter. Weil ich muss gestehen, als ich Ihren Thesensatz zum ersten Mal gelesen habe, also wir werden unter Umständen einen ruhigen Sommer haben, aber wir müssen uns vorbereiten auf eine Herbstwelle, hat es mich schon ein bisschen gerissen. Also das haben Sie jetzt erklärt, warum das so ist und warum man sich hier vorbereiten muss und vor allem eben sehr schnell impfen. Wo Sie sich jetzt schon vorbereiten müssen, es passt natürlich genau dazu, dass man immer auf Sicht fährt. Wenn Sie jetzt als Intensivmediziner hören, was eben Experten, Expertinnen raten, damit man diesen Bremsweg, dass der sofort einsetzt, eine Notbremsung beim Verkehr, da macht man das sofort und nicht so ein paar Tage später beginnt man dann für 6 Tage. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Naja, genau das Gleiche übertragen in den Spitalsalltag. Was bedeutet das für uns, dass wir tatsächlich damit rechnen müssen, dass es in den nächsten Wochen zu einem Anstieg der Infektionszahlen und damit mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, so wie Sie das dargestellt haben, auch zu einer erhöhten Belastung der Spitalsaufnahmen kommt und damit verbunden auch zu einer höheren Anforderung von Intensivbetten, weil, wie gesagt, im Vergleich zum Herbst, da hat man ungefähr 1 von 7 Patienten, Patientinnen auf die Intensivstation bringen müssen, der im Normbettenbereich noch gut versorgt war. Jetzt sind wir schon ungefähr bei 1 von 4 Patienten. Das heißt, der Anteil jener Patientinnen und Patienten, die sich sehr rasch verschlechtern, ist deutlich höher. Und wenn ich das höre, dann bedeutet das, dass wir, und das passiert jetzt auch, uns darüber Gedanken machen müssen, welche Kapazitäten werden zur Verfügung gestellt, wo macht man das und, das muss man sich aber auch klar sein in der gesamten Bevölkerung, welchen Preis hat das alles? Und diese Kosten, die man jetzt nicht im finanziellen Sinne hat, sondern wo man andere, vielleicht intensivmedizinische Maßnahmen nicht mehr durchführen kann, mit den Konsequenzen, dass man Operationen verschieben muss, dass man vielleicht auch nicht mehr eine optimale Therapie gewährleisten muss. All das könnte uns drohen, wenn wir es nicht schaffen, alle zusammen die Infektionszahlen so gering wie möglich zu halten. Und das ist der Preis, den man dann potenziell hätte. Aber ich glaube, man kann es ein bisschen auf den Punkt bekommen. Das, was ich oder wir auch versucht haben zu sagen, ist,
wir müssen jetzt bremsen. Ja, also wir haben ja in den Prognosen eben gesagt, die Intensivbetten kommen an Grenzen. Und dann haben wir jetzt gesagt, es sind zwei Dinge. Und ich glaube, da braucht es irgendwie Klarheit. Jetzt müssen wir bremsen. Dafür kann es danach eigentlich ziemlich gut werden. Ich teile da eben auch die Meinung, dass wir schon auch sehen, dass wir im Sommer sozusagen besser dastehen können. Nur das ist für mich auch sozusagen das Problem. Und das sehen wir auch, das wurde ja auch schon heute gesagt, wenn die Leute nicht so wirklich wissen, was wir da wollen, ja, dann sehen wir das wiederum im Umkehrschluss in der Bereitschaft mitzumachen und dann sehen wir in den Modellen, dass die Zahlen nicht so gut fallen. Das ist, die Aussage ist da, lieber gescheit kommunizieren jetzt. Und zum Beispiel, ich habe mit einigen Gastwirten geredet, die sagen ja auch, sagt es uns lieber 4 Wochen später, aber dafür gescheit oder eben nach einer Zahl, nach einer Inzidenz oder nach den Intensivbetten, aber dafür gescheit und nicht sozusagen dieses nicht klare Entscheiden. Ich glaube, es ist aber auch zugegebenerweise eine irrsinnige Herausforderung, weil der Herr Vilsmeier hat gesagt, das ist halt völlig untypisch und ein ganz anderes Thema auch, nehme ich an, für die Politik. Die Frau Juhn hat sich gemeldet, bitte. Ich möchte auf zwei Dinge noch zurückkommen. Das eine ist diese widersprüchliche Kommunikation. Wir wissen, in der Risikokommunikation kommt es eigentlich darauf an, dass man mit einer Stimme spricht. Davon sind wir mittlerweile weit entfernt. Und ich fürchte auch, da führt jetzt kein Weg zurück, weil praktisch jeder gegen jeden redet quasi. Und was ich aber ganz wesentlich finde, ist auch das, was Niki Popper gerade gesagt hat. Man muss den Leuten eine längerfristige Perspektive geben. Und die Frau van Leer hat es auch gesagt. Man kann sich jetzt, glaube ich, schon leisten und man muss auch langsam anfangen, längerfristig den Leuten die Perspektive zu geben. Es gibt eine ganz interessante Untersuchung aus den USA, die jetzt gerade neu rausgekommen ist. Da haben sie versucht, den Leuten grafisch darzustellen, was die Mutationen machen, und zwar auf zwei verschiedene Arten. Die eine Art ist, man stellt quasi die Grafik dar, die Mutationen bringen jetzt die Infektionen hoch. Und wenn man jetzt stärkere Maßnahmen hat, dann sind wir ungefähr da in der Kurve. Ja? Und die zweite Art der Grafik, die sie den Leuten präsentiert haben, die hat einen viel längeren Zeitraum aufgemacht und hat gezeigt, wie die Infektionen jetzt durch die Mutationen steigen, und ist dann aber weitergegangen, und zwar wirklich länger weiter, nicht nur 2 Wochen weiter, bis die Impfung irgendeine Art von Wirkung zeigen wird, das ja auch in den Modellrechnungen drin ist. Und was man zeigen hat können, ist, dass auf die zweite Grafik die Leute wirklich mit der Bereitschaft reagiert haben, sich an die Maßnahmen zu halten. Und deswegen glaube ich, den Leuten sind die schlechten Nachrichten zumutbar. Man muss es ihnen nur sagen. Und damit holt man sie ja eher ins Boot, als wenn man sie dauernd nur für die nächsten 2 Wochen vorbereitet, ihnen irgendwelche Dinge verspricht, die man dann wieder nicht haltet. Und dann kommt wieder die neue schlechte Nachricht. Das halten die Leute kaum mehr aus. Ich will bewusst ein Positivbeispiel ergänzen, was die Frau Juhn sehr richtig gesagt hat. Man hat mit einer Grafik ja schon einmal Erfolg gehabt. Das war der Kollege Popper und andere mit dem Flatten the Curve-Modell, wo man sehr anschaulich und vor einem Jahr offensichtlich auch verständlich erklärt hat, man wird vielleicht nicht die Zahl der Infektionen senken können, aber wenn man sie über einen längeren Zeitraum verteilt, dann kann man vermeiden, dramatische Entwicklungen in den Krankenhäusern und den Intensivstationen. Nur damit sind wir wieder bei der Problemanalyse. Ich habe vorher skizziert, die widersprüchliche Kommunikation, welche Inzidenzzahl wollen wir überhaupt erreichen seitens der Regierung. Es ist in der Opposition um nichts besser. Bei der FPÖ sind sich ja nicht einmal Clubobmann und Parteichef einig, ob die Impfung überhaupt eine gute Sache ist, ob man auf Demonstrationen, wo auch Menschen ohne Maske und Abstand sind, hingehen soll, wo auch keineswegs nur, aber auch amtsbekannte Rechtsextremisten sind, ob man dort auch noch Brandreden zur Befeuerung der Stimmung halten soll. Und bei der SPÖ haben wir das Bild erlebt, dass vor einer Woche die Bundesparteichefin, immerhin im Zivilberuf einmal Virologin, Lockerungen ausgeschlossen hat. Und dann sind 3 SPÖ-Landeshauptleute aufgetreten. Der eine aus dem Burgenland, Doskozil, wollte die Thermen öffnen. Der zweite, nicht persönlich der Wiener Bürgermeister, aber doch immerhin der Gesundheitsstadtrat, hat das Modell der Schanigartenöffnung erfunden, um die Inzidenzen zu senken. Und der Kärntner Landeshauptmann hat überhaupt gefordert, man soll sich von den Zahlen lösen. Da möchte ich wissen oder möchte ich nicht wissen, was Sie sich bei solchen Aussagen denken, weil das führt ja die evidenzbasierte Medizin ad absurdum. Und das Dilemma ist auch, dass der Entscheidungsprozess in der Politik, in föderalen Strukturen offenbar sehr langwierig ist, weil man gewohnt ist, wir sitzen sehr lange an einem Tisch und es muss
einen Kompromiss geben. Das hat sich historisch ja durchaus oft bewährt. Nur beim Thema Pandemie bewährt es sich nicht, weil dieser Kompromiss, da hat man früher in Kauf genommen, dann ist es eben ein kleiner gemeinsamer Nenner. Da habe ich den Chef als Laie, als medizinischer der Weltgesundheitsorganisation oder den Gesundheitsdirektor im Ohr, der hat gesagt, es geht um schnelle, sofortige Entscheidungen. Jetzt will niemand von uns in der Haut auch eines Politikers, einer Politikerin stecken, die der solche Entscheidungen treffen muss. Aber was ist es, dass die dann nicht erklären oder dass sie nicht klar sagen? Also diese, auch die schlechten Nachrichten sind zumutbar oder was alles getan werden muss. Ist es die Angst vor den Maßnahmen? Ist es die Angst, eben die eigene Wählergruppe zu verlieren? Was ist es? Die Angst vor den Maßnahmen ist schon, es wird aus dem Umfeld von Politikern der Satz kolportiert, ja, die Leute halten sich aber nicht mehr an die Maßnahmen. Das ist einerseits wahrscheinlich zu einem erschütternd hohen Teil richtig. Andererseits ist es aber auch natürlich der Ausdruck der Angst, ich könnte ja mangels Durchsetzungskraft dann schlecht dastehen in der Öffentlichkeit. Aber ein Problem, wo ich leider auch nicht die Lösung habe für die Politik, das ich sehr gut verstehe, speziell für die Regierungskommunikation, ist, sie müssen plötzlich mit jenen Leuten kommunizieren, die sie sonst nicht erreichen. Politiker lernen, ich kommuniziere mit meinen Wählern, mit jenen, die mich möglicherweise wählen. Und jemand, der mir sagt, was immer du tust, ich lehne dich sowieso strikt ab, den lasse ich mal rechts oder links liegen. In einem Wahlkampf ist das auch sehr legitim. In einer Pandemie muss ich aber gerade die überzeugen, die mir nicht sowieso schon alles glauben. Und ich bringe einen gewagten Vergleich. Angenommen, vor der heutigen Sendung, Sie, Frau Reiterer, wir alle hätten nicht jene ansprechen müssen, die sowieso schon Stammseher sind. Denen haben wir nur sagen müssen, um 22.15 Uhr beginnt. Auch nicht nur jene ansprechen müssen, die sich überlegen, die Sendung zu sehen, sondern jene, die sagen, sowas schaue ich mir doch überhaupt nicht an. Das ist ungleich schwieriger und diese Kommunikationskanäle haben Politiker nicht. Und sie sind auch bei einzelnen Gruppen gescheitert. Sie haben angesprochen, dass immer mehr Junge auch offensichtlich schwer erkranken. Da hat es bisher weniger Erfolge in der Social-Media-Kommunikation ergeben. Und das gilt auch, wir haben gerade eine aktuelle Studie gemacht für den österreichischen Integrationsfonds für Menschen mit Migrationshintergrund. Die fühlen sich mehrheitlich uninformiert, obwohl sie mehr Informationen wollen. Und zwar traurigerweise in allen Gebieten. Sie fühlen sich uninformiert, was die gesetzlichen Vorschriften, die sie befolgen sollen, betrifft. Aber auch bei der Frage, wie soll ich mich schützen? Und auch da haben wir herausgefunden in der Studie, die haben nicht die Quelle, sorry jetzt für die Sendung, klassische traditionelle Medien, sondern Social Media. Und da wird jetzt auch versucht, in Zukunft mehr zu machen. Also ich bin so nicht ganz der Ansicht meiner Vorredner. Ich glaube schon, dass Politiker schon streiten müssen. Und die müssen auch jetzt streiten. Und ich glaube, Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen sollten eine andere Art von Kommunikation haben. Die sollten sich relativ einig sein. Und ich glaube, wir waren uns jetzt auch in der letzten Zeit hier in den Einschätzungen eben sehr einig und versuchen, das zu kommunizieren. Nur mir sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist sozusagen die berechtigte Kritik und die teile ich auch. Dass sozusagen es fehlt ein bisschen die Konsequenz vielleicht in der Umsetzung von dem, was wir dann erzählen. Weil das ist natürlich schwierig, dann wieder unangenehme Dinge auch sozusagen zu kommunizieren. Und sozusagen, dass man wirklich eine Strategie hat, was man macht. Weil das ist, glaube ich, eben wirklich für das Teilnehmen sehr schwierig für die Menschen. Und das sehen wir eben auch in der Wirksamkeit. Nur, und da muss man, finde ich, auch die Politiker ein bisschen nicht verteidigen, aber man muss auch verstehen, das, was wir kommuniziert haben und das, was wir zum Beispiel mit unseren Modellen kommunizieren, ist ja schon, ihr könnt Dinge aufsperren. Das heißt zum Beispiel, die Schule ist ein gutes Beispiel oder der Kulturbereich ist ein guter Beispiel. Wann kann man sie aufsperren? Mit zwei Dingen. Erstens, ich kann sie gut kontrollieren und kontrollieren heißt nicht, ich verteile halt nur Tests, sondern kontrollieren heißt, ich verteile Tests, ich mache ein Screening-Programm, ich habe qualitativ ausreichend gute Tests und ich kann auch schnell genug isolieren. Das heißt, ich brauche diese Strukturen und die Schule wäre da ein gutes Beispiel. Oder zum Beispiel die Kultur ist sicher auch ein gutes Beispiel. Eine aber sozusagen, daraus wird dann vielleicht, und da sind wir vielleicht auch in der Wissenschaft manchmal zu unexakt abgeleitet, naja, das gilt jetzt sozusagen für alles. Also es muss kontrollierte Mechanismen geben, Punkt 1. Und Punkt 2, das, was ich jetzt schon mehrfach erlebt habe, ist, wir sagen dann dazu, aber wir müssen es auch in der Kurve sehen. Weil wenn Sie sich die letzten Wochen so ein bisschen in Erinnerung rufen, da wurde dann gesagt, nein, es sind ja nur die erhöhten Tests, die zu den Erhöhungen kommen. Und dann haben wir gesagt, wenn das Konzept zum Beispiel funktioniert, dann muss man irgendwann sozusagen dieses Dellen wieder sehen, dann müssen wir wieder runterkommen. Und wenn das nicht passiert, dann muss ich der Realität, und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt, ins Auge sehen. Ins Auge sehen.
und was anders machen. Jetzt nur eben gleich als Zwischenfrage, weil das natürlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert. Die Schulen, sollen die offen bleiben? Nach den Herbstferien ist es ja eine Woche jetzt wieder Distance Learning. Der Minister Fassmann hat heute im Hohen Haus gemeint, ab der Woche drauf verspricht er wieder, dass es entweder Schichtbetrieb oder Präsenzunterricht gibt. Was glauben Sie, ist klug? Es ist im Grunde eben das, was ich gerade schon versucht habe zu beschreiben. Das funktioniert bei niedrigen Zahlen, ja, und bei einer Dynamik, die wir im Griff haben. Es gibt irgendwo einen Punkt, da geht es nicht mehr. Ja. Aber alles, was drunter ist, dort ist das ein guter Aspekt. Dort funktioniert das. Warum? Weil wir eben dort eine gut strukturierte Möglichkeit haben, sehr viele Menschen zu testen. Wir testen dort 1,2 Millionen Kinder, die leben in Haushalten von, sagen wir grob, 4 Millionen Menschen, haben auch noch viele Kontakte. Das heißt, ich habe ein gutes Bild. Nur, und das ist vielleicht noch das Zahlenbeispiel, wenn Sie jetzt jede Woche 2000 Kinder testen, positiv testen, deren Eltern, deren Geschwister rausholen müssen, möglicherweise Klassen schließen, dann sind das zehntausende Menschen. Wenn wir auf einem Level sind, wo wir 200, 300, 400 haben, dann ist das ein super Mittel. Das heißt, wir brauchen eben eine Strategie, um die Gesundheit und das Psychische, also das Soziale und die Ökonomie zusammenzubringen, wo wir auf niedrige Zahlen wieder runterkommen. Und das ist jetzt das zuerst einmal Umzusetzende. Und dann kann man sozusagen über diese Strategien weiterdenken. Aber Schule ist sicher in der Priorisierung, und ich glaube, da sind sich mittlerweile auch alle einig, sehr weit oben zu sehen. All das, wo ich sozusagen Strukturen machen kann. Und das ist vielleicht für die Politik auch das Problem, aber das kann der Professor Filzmaier besser sagen. Es ist sozusagen wahrscheinlich, würden Sie aufgrund der Wählerschaft andere Dinge lieber aufsperren, als die, die epidemiologisch Sinn machen. Frau von Laar, Sie haben ja erste Reihe fußfrei miterlebt, wie es ist, als Virologin plötzlich eben in die Öffentlichkeit gehen zu müssen, aus Ihrer Sicht, wie Sie das damals am 3. Februar gemacht haben und gesagt haben, Tirol gehört abgesperrt oder beziehungsweise alles genau kontrolliert, um die südafrikanische Mutation nicht ausbreiten zu lassen. Was war dann wirklich der letzte Punkt damals, wo Sie gesagt haben, jetzt muss ich offenbar in die Öffentlichkeit gehen, ich werde nicht gehört von der Politik? Naja, ich habe schon versucht, mit der Landessanitätsdirektion Kontakt aufzunehmen und habe es dann auch im Bundeskanzleramt, glaube ich, auch so vorgebracht, dass ich den Eindruck hatte, dass es verstanden worden ist, dass das jetzt, dass man jetzt was machen muss, weil das Virus sich ja langsam über ganz Tirol ausgebreitet hat. Und dann hat ja der Bundesgesundheitsminister Anschober hat dann ja auch versuchte, Einfluss zu nehmen auf die Landesregierung in Tirol. Und es war wohl auch nicht einfach für ihn. Aber wie war es für Sie? Und da habe ich gedacht, gut, jetzt muss ich einer unbeliebt machen. Und das kann man an der Universität, glaube ich, besser als in der Politik sich unbeliebt machen. Und dann habe ich halt das Interview mit dem Standard gegeben und dann haben dann doch die Leute geschaut und dann ist auch was passiert. Um jetzt zu sagen, was jetzt in den nächsten 8 bis 10 Wochen zu tun ist. Es gibt jetzt auch Experten, Expertinnen, die sagen, die FFP2-Maskenpflicht sollte ausgeweitet werden, zum Beispiel teilweise sogar in den öffentlichen Räumen draußen. Was ist da Ihre Meinung? Ja, ich denke, wenn man draußen die Abstände nicht mehr einhalten kann oder längere Zeit gemeinsam steht, dann sollte man die auch tragen. Sicherlich nicht, wenn man aneinander im Wald vorbeijoggt. Das wäre jetzt etwas übertrieben. Vielleicht darf ich noch etwas ergänzen. Wir sprechen nämlich die ganze Zeit über diese intensivmedizinische Auslastung. Und da glaube ich, weil wir über die Missverständnisse in der Gesundheitskommunikation gesprochen haben, dass es ja auch da Missverständnisse gibt hinsichtlich der Gesamtauslastung. Es wird wieder gesprochen von wegen 50% der Betten sind noch frei da und dort. Das ist ja de facto nicht der Fall. Ein Intensivbett, die Intensivstationen sind in der Regel immer zwischen 85% bis 90% ausgelastet. Und alles, was man mehr schaffen muss für Covid-19, bedeutet, dass man es von woanders wegnehmen muss. Es braucht ein qualifiziertes Personal, ein qualifiziertes Pflegepersonal, qualifizierte Ärztinnen und Ärzte. Apparative Ausstattung ist gegeben. Daher
diese Ressourcenkapazitäten, die da scheinbar zur Verfügung stehen mit 50%, die gibt es nicht. Das ist das eine, was ich ganz gerne dazu sagen würde. Und das zweite ist... Weil ja immer vergessen wird, dass es Menschen gibt, die einen Schlaganfall haben können, die eine Herzoperation haben, einen Herzinfarkt und dann so ein Intensivbett brauchen. Genau, das, was ganz gut, glaube ich, bislang gelungen ist in Österreich, und ich kann für den Wiener Gesundheitsverbund, denke ich, sprechen, ist, dass die Akutversorgung immer gegeben war, auch für Nicht-Covid-Patientinnen und Patienten. Und gleichzeitig die Akutversorgung von Covid-Patientinnen und Patienten. Aber Sie sagen natürlich auch schon zu Recht, wenn wir jetzt weiterhin das gewährleisten müssen, wollen, jeden Patienten, jede Patientin so optimal wie möglich intensivmedizinisch und ganzheitlich betreuen zu wollen, dann stoßen wir an Kapazitätsgrenzen, weil wir einfach nicht über das Maß Personal, Ausstattung wäre nicht das Problem, aber auch verfügbare, sag ich mal, Ressourcen in Summe haben. Wenn es jetzt enger wird, vor allem die nächsten zwei Wochen, genau, wenn's enger wird. Was haben Sie für einen Krisenplan oder welchen Krisenplan gibt es eben hier bei den Wiener Krankenanstalten? Also im Wiener Gesundheitsverbund gibt es einen Stufenplan, wo mehr oder weniger täglich monitiert, also ein Monitoring stattfindet. Das bedeutet, man schaut sich täglich die Infektionszahlen an und die Aufnahmeraten im Krankenhaus und adjustiert anhand dieser Entwicklung über einen Zeitraum von einigen Tagen, wie viele Betten brauche ich mehr? Das bezieht sich sowohl auf die Normbetten als auch auf die Intensivbettenstationen. Und innerhalb dieses Stufenplanes bedeutet das aber eine entsprechende Umschichtung. Das heißt, wenn ich jetzt angenommen von heute auf morgen eine andere Intensivstation, die bis jetzt zur Versorgung für Non-Covid-Patienten erforderlich war, also Beispiel, wir haben eine Intensivstation, dort sind Patientinnen und Patienten nach einer großen Wirbelsäulenoperation. Und wenn ich jetzt sage, ich brauche aber diese Betten und hat zur Folge, dass diese Patienten nicht mehr zu dieser Operation drankommen. Das heißt, die haben weiterhin ihre Beschwerden und müssen warten, diese Operation wird verschoben. Und jetzt muss ich aber Personal auch noch qualifiziert haben. Der Aufwand für die Betreuung auf den Intensivstationen ist deutlich höher bei Covid. Also auch da bräuchte man eigentlich noch mehr Personal. Das versucht man aus anderen Bereichen zu holen, beispielsweise Anästhesiepflege und so weiter. Und das sind allerdings keine 100% gleich qualifizierte Bereiche, sondern nur haben ein Nahe-Verhältnis, ein fachliches. Also die Sache ist wesentlich komplexer, als zu behaupten, es sind 50% der Betten frei. Das kann man so mit Sicherheit nicht sagen. Wenn die Zahlen sich so steigern wie bis jetzt, wann wird es dann wirklich dramatisch oder wann ist dann wirklich Alarmstufe rot? Als Mediziner würde ich sagen, es ist jetzt schon mehr als nur angespannt, weil wir jetzt bereits viele Behandlungen, Eingriffe, Operationen verschieben müssen, damit wir gewährleisten können, dass die Akutversorgung weiterhin gegeben ist. Okay. Also als medizinischer Laie und als Bürger Peter Filzmaier erfüllt mich das, was Sie alle hier sagen, mit Sorge, ja auch ein bisschen mit Angst. Ich sehe aber dann, und das ist mein Fachgebiet in der politischen Kommunikation, die Unzulänglichkeiten. Denn das ist eine sehr unangenehme Wahrheit, die Sie jetzt ausgesprochen haben, dass es viel zu kurz greift, die Auslastung mit Covid-Patienten zu beschreiben, sondern wie viele andere mit schweren Krankheiten auf ihre Operationen warten müssen. Da gibt es offenbar die Scheu der Politik, das auszusprechen. Es gibt aber auch die Scheu, verstärkt Gesundheitsexpertinnen und Experten diese Kommunikation zu überlassen. Man hat im Vergleich zu einem Jahr, vor einem Jahr viel mehr Experten und Experten eingebunden. Aber ein Modell Fossi in den USA, also eine Art Chef-Epidemiologe, der die unangenehmen Wahrheiten auch ausspricht, wollte man dann scheinbar doch nicht. Denn der hat ja auch einmal kritisch gesagt, er ist nicht da, um die Behübschung zu betreiben, von inhaltlich auf schwachen Beinen Politikeraussagen zu kommentieren. Und Sie haben gesagt, die Politik soll streiten. Da stimme ich natürlich zu, Herr Popper, wenn es um beispielsweise Macht und Kontrolle, also die Opposition kontrolliert auch in der Pandemie die Regierung. Alles andere wäre die Abschaffung der Demokratie. Wir müssen uns überall einschränken, aber nicht bei der Demokratie. Nur der Streit spielt sich auf einer anderen Ebene ab. Ich spüre auch beim Bemühen um gemeinsame Kommunikation, eben die schlechten Nachrichten soll der jeweils andere in der Politik verkünden und auch das Misstrauen. Ich halte es für richtig und wichtig, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz und Michael Ludwig, Wiener Bürgermeister von zwei verschiedenen Parteien, gemeinsam auftreten. Aber man spürt fast körperlich das misstrauische Beäugen, dass der jeweils andere das für eine mediale Inszenierung nutzen könnte oder dessen Mitarbeiterteams da Informationen exklusiv Journalisten zuspielen, auch wieder ohne dem jeweils anderen zu sagen. Also die Geschlossenheit der politischen
Kommunikation inklusive unangenehmen Wahrheiten fehlt mir. Frau Juhen, Sie sind ja auch, es ist ja vor einigen Wochen, ich glaube 6 Wochen, wenn ich es im Kopf habe, ist ja ein neuer Beirat gegründet worden, also ein psychosozialer Beirat, der die Regierung auch berät. Sie sind eines der 7 Mitglieder. Was würden Sie denn der Politik raten? Naja, eben, eigentlich Dinge, die wir schon gesagt haben. Ein bisschen eine längerfristige Perspektive aufmachen für die Leute. Jetzt nur schlechte Nachrichten und gute kombinieren. Nicht immer nur die schlechte Nachricht oder diese falschen Hoffnungen. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch eine schlechte Nachricht dazu nehmen, dann ist es so, dass wir uns jetzt längerfristig was für Kinder und Jugendliche überlegen müssen. Nicht nur deswegen, weil Kinder und Jugendliche einen Großteil des psychischen Risikos tragen in dieser Pandemie, sondern auch, weil Kinder zumindest und auch junge Menschen vielleicht die Letzten sein werden, die geimpft werden in dieser ganzen Pandemie. Das heißt, da muss man sich eine Strategie überlegen. Und der Niki Papa hat schon darauf hingewiesen, wenn die Inzidenzraten gering genug sind, dann kann man diese Teststrategie kombinieren. Und der Rat an die Politik ist einfach der, sich die Experten aus den verschiedensten Bereichen, aus dem medizinischen, aus dem epidemiologischen, aus dem wirtschaftlichen, aus dem psychologischen, anzuhören und auf der Basis all dieser Dinge ihre Entscheidungen zu treffen und dann aber transparent zu kommunizieren. Und das ist das Schwierige in der Pandemie, transparent zu kommunizieren, weil Transparenz heißt immer, ich muss auch die Unsicherheit kommunizieren. Das heißt, ich muss immer sagen, das, was ich jetzt sage, ist auf dem Status von jetzt. Das kann in 14 Tagen anders sein, weil die Pandemie eine gewisse Unberechenbarkeit hat, die in anderen Katastrophen zwar gegeben ist, aber nicht in diesem Ausmaß. Haben Sie das Gefühl, dass Sie gehört werden? Ja, habe ich schon. Also wenn Sie jetzt auf diesen Beraterstab im Gesundheitsministerium ansprechen, natürlich. Wenn Sie auf andere Kontexte ansprechen, dann habe ich natürlich nicht das Gefühl, die Psychologie wird unglaublich gehört. Es hat sehr, sehr lang gedauert, bis die Psychologie oder die psychologischen Folgewirkungen überhaupt in der öffentlichen Diskussion aufgetaucht sind. Ja? Mhm. Das hat sehr lange gedauert. Das kennen wir aber auch bei anderen Katastrophen, dass immer am Anfang der Fokus sehr, sehr stark auf der Gesundheit liegt, auf der Sicherheit. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel in der Katastrophenintervention immer am Anfang die psychosozialen Maßnahmen integrieren in den Gesamteinsatz. Und ab einem gewissen Zeitpunkt ist es dann so, dass die psychologischen Folgen so deutlich werden, und den haben wir schon in der Pandemie jetzt erreicht. Die psychologischen Folgeschäden sind dermaßen deutlich bei bestimmten Gruppen, bei jungen Menschen, bei Kindern, bei Menschen mit psychischen Erkrankungen. Da sind die Folgeschäden so deutlich, dass es jetzt in die öffentliche Diskussion und in die öffentliche, wie sagt man da, ins öffentliche Bewusstsein dringt. Aber auch da muss man als Expertin, finde ich schon auch, sich selber nicht zu wichtig nehmen und sehen, es gilt immer, Entscheidungen abzuwägen, auf der Basis von verschiedensten Expertenmeinungen und nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Alle haben da zustimmend genickt. Sie wollten was dazu sagen? Es sind ja einige Aspekte. Also erstens, ich glaube schon, weil der Professor Filzmaier gesagt hat, in den USA gibt es jemanden, der Regierung sagt, was sie nicht so gut machen. Also ich glaube oder hoffe, dass wir auch hinreichend oft uns unbeliebt machen. Also ich bin immer dann eher zufrieden, wenn ich mir denke... Ich bin sicher, dass das so ist. Heute habe ich mich unbeliebt gemacht. Aber ich habe vielleicht das Richtige gesagt, weil das zustimmt, aber nicht nur wegen des Unbeliebtseins per se natürlich, sondern um möglicherweise auf Aspekte hinzuweisen. Also zum Beispiel wir aus der Modellierung haben ja so ein bisschen auch dieses Verbindende. Also es wurde schon gesagt, die Psychologie wurde sicher zu wenig gehört, auch Public Health zum Beispiel. Und auf der anderen Seite ist natürlich aus der Epidemiologie und aus der Frage, wie tragisch und wie schwierig ist die Situation jetzt. Und wir sagen dann eben oft, naja, jetzt ist sozusagen übel, aber schaut, es wird eigentlich dann, wenn wir das so machen und wenn das so passiert, dann auch besser werden. Also ich glaube, wichtig sind 2 Punkte. Also erstens, es müssen Politikerinnen und Politiker entscheiden. Wir können immer nur Grundlagen liefern. Und dafür gibt es 2 Dinge, und das waren jetzt eigentlich perfekt in den Vorreden gesagt. Das eine ist das Beispiel mit den Intensivkapazitäten. Also wir im Prognosekonsortium rechnen ja die Entwicklung aus, wie viele Intensivkapazitäten werden wir brauchen. Mit reduzierten Annahmen, weil wir können das nicht so im Detail rechnen. Aber zum Beispiel, woher kommt dieser Wert? Ja, also woher kommen eben diese Sollwerte? Die müssen ja aus den Bundesländern kommen, da muss man sich darüber einig sein.
Wie bemisst man sie? Das muss ein wissenschaftlich evidenzbasierter, standardisierter, transparenter Prozess sein. Und da haben wir ein bisschen ein Problem, weil in der Historie ist das nicht immer so beliebt, dass in Österreich alle miteinander Daten teilen. Und das monieren wir auch immer wieder. Warum? Nicht, weil wir aus Hobby so gern daran herumforschen, sondern weil es genau in solchen Situationen eben so wichtig ist. Und das Zweite, was der Professor Filzmeier gesagt hat, ist, es gibt ja zum Beispiel Gremien, die standardisiert sind. Es gibt ja das nationale Impfgremium. Und jetzt haben wir aber zum Beispiel in unseren Modellen schon 9 verschiedene Bereiche, ja, die wir uns anschauen. Das heißt, ich glaube, wir müssen in Österreich auch dorthin kommen, dass sozusagen die Frage, wie Wissen in die Politik kommt, transparent, nachvollziehbar, reproduzierbar wird und so klar auch für die Menschen, dass man sagt, die sagen jetzt eine Meinung, die muss man anhören. Die Politik kann dann auch anders entscheiden. Die Politik muss auch oft aus verschiedenen Wissensdisziplinen dann die Sachen zusammenbringen. Aber ich glaube, hier braucht es noch klarere Strukturen. Da hätte ich jetzt natürlich auch gern den Gesundheitsminister gehört, aber vielleicht schaut er uns ja zu oder ein nächstes Mal findet statt. Aber Sie haben jetzt das Impfen auch angesprochen. Und das ist natürlich ganz eine große Geschichte, weil jetzt haben wir zwar das Nadelöhr, dass wir zu wenig Impfstoff haben und sich eben mehr impfen lassen wollen, aber unter Umständen wird sich das umdrehen und wir haben in 2 Monaten sehr viel Impfstoff und noch immer zu wenig, die sich impfen lassen wollen. Frau von Laab, wie viel brauchen wir, um wirklich diese sogenannte Herdenimmunität, alle wissen inzwischen, was das ist. Wie viel Prozent müssen da geimpft sein? Also wenn man wieder ein vollkommen gleiches Leben wie vor Corona haben möchte, dann ist die Zahl wahrscheinlich sehr viel höher als das, was immer so korportiert wird. 70-80% wird ja immer so gesagt, ist die Herdenimmunität. Herr Fauci hat sogar 90% mal angenommen, müssten geimpft werden. Was sagen Sie? Ich glaube, diese Zahl ist momentan nicht wichtig. Ich glaube, wir brauchen eine Zahl, bei der wir zu einem normalen Leben mit leichteren Einschränkungen zurückgehen können. Ich glaube, dass man wirklich jetzt eine Abriss-Skibar wieder öffnet oder breit überall diese Bars öffnet und dann diese Partystimmung dort in alter Weise lebt, das wird eine Weile wahrscheinlich nicht möglich sein. Ja? Aber dass die Normalwirtschaft, die Geschäfte, das alles wird sicherlich gehen bei einer Immunitätslage von 60-70%. Wir haben ja in Ischgl gesehen, dass wir dort eine Immunität von ungefähr 45% hatten und im letzten Herbst, in dem leichten Lockdown Anfang November, der ja im Rest von Österreich nicht gereicht hat, ist diese Welle im Herbst komplett an Ischgl vorbeigegangen. Da sind irgendwie nur eine Handvoll Leute infiziert gewesen. Der Ort war geschützt. 70-80-90%. Es gibt immer wieder neue Untersuchungen. Die Impfbereitschaft hat sich erhöht, aber ist sie so weit oben? Nein, also die Debatte 70-80-90% ist akademisch auf extrem hohem Abstraktionsniveau. Und das ist ein gutes Beispiel, dass die Politik nicht den Fehler machen sollte, nur den guten Teil der Nachricht zu erzählen. Der gute Teil der Nachricht ist, im Vergleich zu vor dem Jahreswechsel ist die Impfbereitschaft gestiegen. Von einem Fünftel auf aber immer noch weniger als die Hälfte. Und davon sind auch noch einige dabei, die sagen, ich lasse mich eher impfen. Also die sollte man nicht als ganz sichere Impfkandidaten rechnen, denn bei einem sozial erwünschten Verhalten, ob das etwa Spenden ist oder eben Impfen gehen, das öffentlich propagiert wird, sagen viele nun mal, das mache ich eher ja. Und wenn dann noch Verunsicherung, wie kürzlich mit dem AstraZeneca-Impfstoff dazukommt, können die sehr schnell der Impfung auch wieder fernbleiben. Wir sind also bei weniger als der Hälfte, trotz steigender Tendenz. Und einen Wunsch, eine Bitte auch an die Politik, weil Sie das sehr angesprochen haben, das Ziel Normalität wie vorher sollte man aufhören zu kommunizieren, denn das ist zumindest mittelfristig vielleicht nicht realistisch. Ich hätte auch eine Bitte, man sollte aufhören, das Bild zu kommunizieren. Es gibt den Tag X, wo irgendjemand, vorzugsweise ein Politiker, verkündet und jetzt ist die Pandemie vorbei. So, glaube ich, sind die Prognosen der Epidemiologen nicht. Das wird nicht geschehen. Wir müssen uns darauf einstellen, wieder mehr Normalität vielleicht zurückzugewinnen. Aber dann soll man auch das ehrlich dazu sagen in der Kommunikation. Aber da gibt es auch eine positive Nachricht, muss man sagen. Weil wir impfen ja nicht nur, um die Ausbreitung zu reduzieren. Und bei der Ausbreitung ist es auch nicht so, da gibt es die Herdenimmunität oder gar nichts. Wir haben das am Beispiel eben in Tirol gehört. Wir sehen im Modell eben
um wie viel stärker dieser Effekt sozusagen wird. Das ist nicht ein- oder ausschalten, sondern das reduziert die Ausbreitung. Und derzeit impfen wir ja nicht wegen der Ausbreitungsreduktion, sondern wir verhindern damit die schweren Verläufe. Und das ist ein Ziel, und das wurde, glaube ich, eher auch schon gesagt, das können wir sehr zeitnah erreichen. Allerdings, und da sind wir wieder bei klaren Entscheidungen, wenn wir die richtigen Leute impfen, nämlich die, die schwer erkranken. Auffällig in der Kommunikation der Regierung, das Wort Lockdown hat ja ausgedehnt. Ab sofort gibt es ja Osterruhe. Der Karikaturist der Salzburger Nachrichten, Thomas Witzerny, hätte da noch ein paar kreative Ideen. Erster Maischlaf, Christi Himmelfahrt, Chillen, Pfingst, Dolce Faniente, von Leichnamsstarre. Unterm Strich, Lockdown bleibt Lockdown. Nach der Sendung sehen Sie den Doc-Film Erde unter Wasser, Wohnen im Klimachaos, visionäre Wohnprojekte für ein Leben mit der Flut. Ich bedanke mich bei meinen Gästen für die Diskussion. Ihnen zu Hause fürs Zusehen, reden Sie darüber. Das Team und ich wünschen Ihnen ein gesegnetes Ostern. Auf Wiedersehen.